I'm gonna make you feel like you're the only girl in the world, like you're the only one that I'll ever love, like you're the only one who knows my... Hi ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute soll es meine Rezension zu Einfach Schicksal von Kat Patrick und Susan Young geben. Die beiden Autorinnen sind dem einen oder anderen wahrscheinlich ein Begriff. Kat Patrick hat die 5 Leben der Daisy West geschrieben und Susan Young hat Du wirst vergessen geschrieben. Das Ganze ist im One Verlag von Bastei Löbe erschienen und kostet neu 16,99 €. Ihr findet das Buch und den Verlag aber auch in der Infobox verlinkt. In dieser Geschichte geht es um Caroline und Caroline hat eine wichtige und gravierende Entscheidung zu treffen und diese Entscheidung kann ihr ganzes Leben verändern. Auf dem Buchrücken steht, das Leben ist kurz, brich die Regeln, vergib schnell, küsse langsam, liebe stürmisch, lache übermütig, bereue niemals Entscheidungen, die dich haben lächeln lassen. Caroline, eine Entscheidung, zwei Wege. Und genauso ist dieses Buch auch aufgebaut. Wir erleben unsere Protagonistin zu Beginn in einer Situation, die ihr ganzes Leben eigentlich auf den Kopf stellt und die ihr sehr, sehr nahe geht und die viel mit Verlust und Trauer und so weiter zu tun hat. Und Caroline muss sich dann entscheiden, wie sie mit der ganzen Sache weiter vorgeht. Und daraufhin erleben wir sozusagen die eine Sicht, wie sie sich zum einen entscheiden hätte können und die andere Sicht, wie sie sich entscheiden hätte können. Und das hat mich wahnsinnig doll an Vergiss mich nicht von Casey Cast erinnert, wobei hier keine besondere Fähigkeit eine Rolle spielt, sondern einfach so, dass das Grundkonzept dieser Geschichte ist. Deswegen finde ich auch dieses Cover total passend, wo die beiden Gesichter in zwei verschiedene Richtungen gucken, weil oft kommen wir im Leben an einen Punkt, wo wir uns für das eine oder das andere entscheiden müssen und das ist dann einfach Schicksal, wie wir uns entschieden haben. Und was genau das zu bedeuten hat und inwiefern das die ganze Geschichte beeinflusst, das müsst ihr bei diesem Buch natürlich selber lesen. Ich fand das Ganze sehr, sehr interessant, hatte mich da auch wahnsinnig drauf gefreut. Als ich dann angefangen habe zu lesen, fand ich Caroline natürlich erstmal super, super sympathisch und das blieb auch im Laufe der Geschichte so. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich sie irgendwann unsympathisch fand. Es gab aber so den einen oder anderen Charakter, den ich einfach ein bisschen, wo ich so dachte, so ein Charakter, warum muss der da drin sein? Hätte das nicht ein bisschen anders sein können? Aber es gab auch wiederum andere Charaktere, die ich einfach abgöttisch geliebt habe und die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Also schlussendlich gab es sowohl gute als auch schlechte Charaktere, die mir in ihrer Gestaltung und in ihrer Form entweder gefallen oder nicht gefallen haben. Caroline war zum Glück als Protagonistin so ein Charakter, der mir wirklich gut gefallen hat. Es war angenehm, sie zu begleiten auf ihrem Weg, aber manchmal habe ich mir halt an den Kopf gepackt und habe gedacht, nein, nein, mach das nicht, weil ich so mitgefiebert habe. Aber schlussendlich hat mir in dieser Geschichte doch so das gewisse Etwas gefehlt. Es war nett zu lesen, es hat Spaß gemacht, es zu verfolgen, aber irgendwie hat mir hier definitiv ganz krass die Spannung gefehlt, weil irgendwie kam kein Höhepunkt, es kam keine Spannung so an sich. Es war nicht greifbar, es war nicht dieses Hoch, was man in Geschichten hat, wo man einfach nicht mehr aufhören kann zu lesen. Ich habe mich dann stellenweise doch so ein bisschen quälen müssen und so ein bisschen zwingen müssen, weiterzulesen, wobei das Buch noch nicht mal 300 Seiten hat und eigentlich bei so einem kurzen Buch brauche ich nicht lange, aber hierfür habe ich echt, glaube ich, 6 oder 7 Tage gebraucht, weil da einfach so dieser Reiz gefehlt hat, dass ich immer weiterlesen wollte. Und das ist für mich ein ganz, ganz gravierender Kritikpunkt. Deswegen hat das Ganze von mir 3 Sterne gekriegt. Immer noch eine gute Bewertung, aber halt mit den gewissen Mängeln, dass hier einfach die Spannung fehlt und manche Charaktere echt unsympathisch gewirkt haben. Ansonsten lässt sich das Ganze auf jeden Fall flüssig lesen. Man hat halt nicht immer so diesen Reiz am Ende eines Kapitels, dass man sagt, so jetzt muss ich wirklich ganz, ganz schnell weiterlesen. Das kam bei mir auch erst zum Ende. Ich glaube, auf den letzten, lass es mich lügen, 30 Seiten kam dieser Funke bei mir, wo ich gedacht habe, okay, jetzt musst du weiterlesen, jetzt musst du weiterlesen. Und dann finde ich auch, dass das Ende sehr, sehr offen gehalten ist. Man erfährt zwar so einiges, aber so grundlegend, für welchen Weg sich Caroline am Ende der Geschichte eigentlich wirklich entschieden hat, erfährt man nicht. Das ist so ein bisschen verworren, man muss sehr darüber nachdenken, wie genau das Ganze sich jetzt vielleicht abgespielt hat, welchen von beiden Wegen sie bestritten hat. Und ja, das ist kein direkter Kritikpunkt, sondern das ist halt so etwas, was ich erwähnenswert finde.
Meine Kritik, wie gesagt, ist wirklich, dass hier der Höhepunkt gefehlt hat, so dieses Ganze. Aber ich fand dieses, dass der Titel immer wieder in der Geschichte aufgegriffen wurde, beispielsweise. Es kam öfter mal der Aussage, das ist einfach Schicksal. Das fand ich wiederum sehr, sehr schön und es hat Spaß gemacht. Es ist halt in dem Sinne was Besonderes, dass man zwei Zukunftsvisionen sieht. Ich sage ja, alle, die Vergissmeinnicht mögen, die sollten unbedingt bei einfach Schicksal reinschauen. Es hat zwar nichts mit diesem Fantasy-Element zu tun wie bei Vergissmeinnicht, aber trotz alledem ist es sehr, sehr interessant. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt und eine ähnliche oder andere Meinung habt, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. Und falls ihr das Ganze noch lesen wollt, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Lesen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!